Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Ja, hallo. Hi Philipp. Es ist der Podcast 100 und es ist ein ganz besonderer Tag heute. Warum ist der denn so besonders, Pam? Oh, ich glaube, das ist einfach ganz große Freude. Also 100 fühlt sich an wie zelebrieren. Und wir haben auch heute Lene dabei. Also wir haben schon ein Team hier dabei, die alle zusammen beitragen, dass Enneagram Germany sich weiterentwickelt. Und ich freue mich einfach so sehr über die Entwicklung und natürlich auch, dass unsere Website online ist. Genau so ist es. Das große Thema ist die Webseite. Und wir werden über einige Themen heute sprechen, tatsächlich zum ersten Mal in diesem Podcast in totalem Eigeninteresse. Aber ehrlich gesagt nicht nur in unserem, weil ich glaube, da sind super interessante Inhalte auch für andere eventuell, die wir jetzt etwas näher besprechen. Das eine ist die Webseite, die jetzt gerade in diesem Moment, während ihr das hört, online ist, die neue. Das andere ist, wir werden über den Podcast sprechen bis zum Ende des Jahres und auch ein kleines bisschen darüber hinaus. Und ja genau, so ein bisschen Teaser für 2022 und zwar nicht nur Podcast, sondern gegebenenfalls auch sowas wie ein Buch und gegebenenfalls auch sowas wie ein Premium-Podcast. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen. Wir werden auch über Seminare sprechen und wir haben nicht nur einen Gast heute, nämlich Lena, auf die kommen wir nämlich gleich als allererstes zu sprechen, sondern wir haben heute noch einen zweiten Gast und der kommt später dazu. Aber fangen wir doch erstmal an damit, dass Lena heute da ist. Hallo Lena. Ja, hallo Philipp, hallo Pam. Ja, hallo Lena. Herzlich willkommen in unserer Runde. Dankeschön. Genau, sie ist zum ersten Mal im Podcast. Seit Januar dieses Jahres 2021 ist Lena bei uns ganz aktiv im Hintergrund und Menschen, die in den letzten Monaten mit uns zu tun hatten, haben auch ganz bestimmt schon mal eine E-Mail von ihr bekommen. Ja. Lena, vielleicht kannst du ja mal zwei, drei Sätze über dich sagen ja, warum du quasi hier bist. Ja, sehr gerne. Also ich freue mich unheimlich, heute hier auch live mit euch im Podcast dabei zu sein. Ich bin die Lena, ja, ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus dem schönen badischen Odenwald. Ich kenne das Enneagramm seit Herbst letzten Jahres und intensiver beschäftige ich mich seit Anfang des Jahres mit dem Enneagramm, also jetzt ein gutes halbes Jahr. Und ja, wie bin ich zum Enneagramm gekommen? Also ich habe es kennengelernt über dich, Philipp, und habe auch das allererste Mal, als ich den Begriff gehört habe, dachte ich nur so, was? Wie schreibt man das? Und dementsprechend war ich auch sehr, sehr froh, als ich dann die erste Podcast-Folge gehört habe und das genau mein Thema war mit Enea was. Und ja, und da begann dann so meine Reise und ich habe natürlich die Pam dann auch kennengelernt und bin so immer weiter in das Thema eingetaucht und ja, war angefixt und wollte natürlich dann auch wissen, welcher Enneagrammstil ich selber bin. Das ist natürlich immer die große Frage erstmal. Es ist das Spannendste natürlich am Anfang. Bis man dieses Rätsel gelöst hat, kann man nicht so richtig locker lassen, kann man sich nicht einlassen. Bevor wir darauf noch näher eingehen, würde ich gerne noch mal wissen, wie du, also einfach so als Information für unsere Zuhörer, wie du dazu gekommen bist, weil man denkt sich jetzt ja vielleicht auch erst, seit Herbst, warum nehmen die nicht vielleicht jemanden als Unterstützung, die schon seit 10 Jahren mit dem Enneagramm unterwegs ist. Deswegen bin ich da erstmal interessiert dran und dann würde mich noch interessieren, was denn deine Aufgabe jetzt bei uns ist, aus deiner Sicht. Ja, also es war eigentlich ein witziger Zufall, wie ich zum Enneagramm gekommen bin. Ich kenne dich ja schon von früher, von früherer Arbeit und ja, war da total offen dafür, fürs Enneagramm, generell für Persönlichkeitsentwicklung und dann passte das irgendwie ganz gut. Und
so kam eins zum anderen. Du warst auch gerade dabei, dich ein bisschen beruflich zu verändern. Das war natürlich auch ein Aspekt, genau, ja, klar, die uns zugute kam. Ja. Genau, da war ich einfach auf der Suche nach was Neuem, nach einer neuen Herausforderung. Und so sind wir dann wieder in Kontakt gekommen, der Philipp und ich. Und ja, und dann zur Pam dann schließlich natürlich auch. Und genau so hat dann eins zum anderen dazu gespielt. Genau, wir haben nämlich mal zusammen in der Agentur gearbeitet. Da war Lena, du warst noch in Ausbildung, kann es sein? Damals war ich noch in der Ausbildung, genau, ganz damals, am Anfang. Ja. Mhm. Dann bin ich irgendwann gegangen aus diesem, aus dieser Agentur. Du bist noch ein bisschen da geblieben. Mhm. Und dann hast du irgendwann über zwei Ecken, habe ich dann gehört, dass du einen Assistenzjobs, so haben wir es, glaube ich, erstmal benannt. Ja, genau. Suchst. Und irgendwie hat das dann gepasst. Weil Pam und ich ja jetzt auch wesentlich enger zusammenarbeiten werden. Das ist nämlich ein weiterer Punkt. Pam und ich werden sozusagen in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammenarbeiten, einer GbR. Und in dem Rahmen hat das für uns perfekt gepasst, weil die Inhalte und die Menge an Arbeit, die wir beide stemmen, ist einfach viel zu viel für zwei Personen. Deswegen sind wir super glücklich, dass du jetzt uns unterstützt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was machst du dann? Ja, was mache ich? Genau. Also du hast es am Anfang schon gut erwähnt. Vermutlich hat sicherlich jeder schon mal mittlerweile eine E-Mail von mir bekommen. Also ja, seit Anfang des Jahres, wo ich bei euch bin, euch unterstütze. Und ich bin Projektmanagerin vom Enneagram Germany und Customer Relationship. Und es bedeutet so viel wie, dass ich mich um Terminkoordinationen für Seminare und die Coachings kümmere, Ansprechpartnerin bin bei Rückfragen und ja, euch einfach im Hintergrund unterstütze, überall, wo es Bedarf hat, so dass ihr einfach dann gut euren Job, gut die Coachings an sich machen könnt und euch der Rücken freigehalten wird, sozusagen. Genau. Und uns war sehr wichtig, für mich war es wichtig, bei unserem ersten Treffen jemand zu finden, der, wo ich das Gefühl hatte, wir würden jemanden haben, der sich wirklich um unsere Klientel kümmert, der wirklich ein Auge drauf hat und ja, fürsorglich mit unseren Leuten umgeht. Also wenn die was brauchen, wenn die noch eine Information brauchen, wenn die keinen Zoom-Link brauchen, all diese Dinge, die einfach passieren, dass wir das Gefühl haben würden, dass dass du sehr fürsorglich mit dir umgehen würdest. Und das fanden wir beide unbedingt, als wir dich kennenlernten. Und das war für mich schon echt Freude, das Gefühl zu haben, ich kann einen Teil von das abgeben, was ich sonst geleistet habe, und hatte das Gefühl, dass es in sehr guten Händen gegeben würde. Und das Gefühl habe ich unbedingt heute, Lena. Ja, das ist schön. Das freut mich. Ja, ich tatsächlich auch. Und irgendwie Ironie des Schicksals, dass auch fürsorglich mit Menschen umgehen zufälligerweise genau dein Enneagramm-Stil trifft. Ja. Ja, sag mal ganz kurz deine Reise, wo du denn jetzt aktuell unterwegs bist. Ja, gerne. Also ich erinnere mich da auch noch sehr gut an mein erstes Interview, wo sehr schnell, sehr klar rauskam, dass es ja schon irgendwas im Herzzentrum ist. Und ja, so klar war es im ersten Moment aber noch nicht, welcher Enneagramm-Stil es denn final ist. Und zuerst sind wir bei der 4 gelandet und das habe ich mir dann auch näher angeschaut und auch überprüft. Und irgendwie hatte ich aber irgendwie den Eindruck, ja, ich sehe schon Themen, aber so 100% ist es das irgendwie nicht. Und ja, die 2 war auch immer mal wieder im Gespräch und jetzt bin ich seit ein paar Wochen auch bei der 2 gelandet und ja, bin dann noch am Beobachten, und weil das ganze Thema ja jetzt insgesamt noch ein bisschen neu ist, aber grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl bei der 2 und bin da einfach noch Sherlock Holmes-mäßig unterwegs. War es schmerzhaft, die 2 zu erkennen für dich? Schmerzhaft glaube ich nicht unbedingt. Nee, schmerzhaft noch nicht. Es ist, glaube ich, eher noch so das Thema, dass ich mir mit den Begrifflichkeiten da nochmal das genauer vor Augen führen muss, was darunter verstanden wird. Und
Du meinst so freundliche Begriffe wie Stolz und Manipulation? Ja, ganz genau. Ganz genau, so ist es. Also das war irgendwie nie ein Thema, wo ich drüber nachgedacht habe, geschweige denn, dass es mir irgendwie bewusst ist oder so. Also von dem her, das sind Themen, da brauche ich vielleicht noch ein bisschen, um mir das anzugucken. Es ist schon sehr interessant, weil es natürlich auch meine Ecke ist im Enneagramm. Und wir hatten zuerst diese 2-4-Linie sozusagen oder 4-2-Linie. Mhm. Und die geht ja auch an die 3 vorbei. Und das ist schon wirklich eine Entdeckungsreise. Also ist es 2 mit einem Dreierflügel? Was ist das? Mhm. Aber auf jeden Fall, wir haben schon mal zusammen im Panel gesessen. Und das war sehr schön, weil ich ja sitze normalerweise alleine im Panel. Es sind ja nicht so viele Zweier, zumindest in unserer Enneagramm-Welt. Und ja, ich kann nur sagen, herzlich willkommen, Lene. Es ist eine gute Ecke. Ja, danke. Ich glaube aber, der Unterstellung möchte ich direkt vorweggreifen. Wir haben Lena nicht ausgesucht, weil sie eine 2 ist. Nein, das ist schon mal ganz klar. Der Enneagramm-Stil war erstmal irrelevant. Ja. Aber es ist dann einfach zufällig da gelandet. Ja, wir waren uns ja auch lange nicht so sicher, was es wirklich ist. Also von dem her. Und ja, das war tatsächlich auch mit einer der Fragen, wo ich mal Pam gefragt hatte, war das irgendwie mit einem Entscheidungskriterium? Und dann sagte sie auch, nein, auf gar keinen Fall. Also es war einfach so, hat sich's gefügt, so kam es. Und so ist es. Ja, es ist die Information, die später so auftaucht, wenn man sich ein bisschen näher kennenlernt, ein bisschen länger zusammenarbeitet, ne? Mhm. Ja, und was sind die Vorteile? Ich muss es einfach dir jetzt fragen. Jetzt kannst du selber ein bisschen, was sind die Vorteile jetzt genau mit deinem Job, mit deiner Verantwortlichkeit, in dieser Ecke zu sein? Wie sind die Vorteile? Du meinst die Vorteile einer 2 zu sein? Die du siehst, die du mitbringst. Ja, genau. Ja, also ich glaube, dass der Enneagramm-Stil mit der 2 ganz gut passt zu dem, was ich jetzt arbeite für euch, also einfach zu sehen, was könnten die Leute, die Teilnehmer noch an Infos brauchen, sind sie gut versorgt, haben sie gut Infos, so weiter. Also dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, wo meine Stärke ist und die Leute gut betreut sind sozusagen, ja. Ja, schön. Okay, ja. Das freut mich sehr auf jeden Fall, dass du dabei bist, Lena. Und wir werden mal den nächsten größeren Punkt aufmachen, nämlich die Webseite. Wir haben, Pam, ich glaube, seit wir Podcast zusammen machen, habe ich irgendwann mal ganz vorsichtig die Webseite angesprochen. Man kann ja jetzt tatsächlich sagen, alte Webseite. Und immer mehr haben wir dann zueinander gefunden und gemerkt, zum einen die Kooperation mit uns könnte intensiver werden und zum anderen bedeutet das auch sicherlich, man könnte die Webseite mal komplett von null neu aufbauen. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben da verschiedene Inhalte, tatsächlich von Gratisinhalten bis über Shop, also tatsächlich mit Shop-System mittlerweile. Wir haben auch einen eigenen Login-Bereich, einen Membership-Bereich, wo wir in Zukunft dann auch für die Ausbildungen und auch für gegebenenfalls irgendwelche Kurse, also Premium-Podcasts oder Videokurse, auch einen eigenen Bereich haben, wo man sich einloggen kann und dann in einem geschützten Bereich die ganzen Inhalte abrufen kann. Alle diese tollen Vorteile, die diese Webseite mitbringt, wollen wir dann natürlich auch auskosten in der Zukunft. Ja, und ich finde es sehr großzügig von dir, dass du sagst, wir haben die Webseite neu erstellt. Was du meinst natürlich ist Philipp mit Unterstützung von Lena, ein bisschen technische Hilfe im Hintergrund. Aber ich bin sehr dankbar, dass du diese Kompetenz mitbringst, Philipp. Das ist, glaube ich, eine von den absoluten Stärken in unserer Zusammenarbeit. Ich merke genau, du bist ungefähr halb so alt wie ich und ich finde, du bringst all die Kompetenzen, die genau zu dieses Alter passen, was ich ja wirklich nicht mehr aneignen werde in meinem Leben. Und ich bin einfach zutiefst dankbar dafür. Ich sehe die Möglichkeiten, die Chancen. Ich freue mich, dass unsere Leute, die Leute, die sich für unsere Arbeit interessieren, immer mehr Zugang bekommen zu Materialien, zu interessanten Kursen, Podcasts, Videos und vor allem, dass die sehr gut informiert werden, was läuft bei uns,
weil das ist ein ewiges Thema. Wie informiere ich wem wann, damit die Leute gut informiert sind? Es ist so schade, immer wieder mal zu hören, oh, ich wusste das nicht. Oh, ich wusste das nicht. Habe ich es gerade verpasst? Und ich hoffe, dass wir damit ein bisschen aufräumen werden mit dieser neuen Webseite. Ich hoffe, dass es allen Spaß macht, drauf rumzuklicken. Das hoffe ich natürlich auch. Und an dieser Stelle sei direkt gesagt, wir freuen uns gerne über Feedback. Ja, wenn ihr irgendwelche Dinge seht, die auch eventuell gar nicht funktionieren, also wo was schlecht angezeigt wird oder ähnliche Dinge, dann kann das eventuell nicht änderbar sein, weil das System es so designmäßig vorgibt. Aber wir wollen auf jeden Fall gerne davon hören und das eventuell hoffentlich dann verbessern und wieder schön machen. Genau. Ich würde aber gerne nochmal als allererstes bei der Webseite, bei den Gratisinhalten einmal kurz bleiben. Also das eine ist, wir haben ja einen YouTube-Account und bis jetzt wurde der hauptsächlich dafür verwendet, außer vor ein paar Jahren, wo wir die meiner Meinung nach immer noch interessanten Panels hochgeladen haben, die Zentren-Panels, wo wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Intelligenzzentren besprochen haben, Kopf, Herz, Bauch. Sonst haben wir mit dem YouTube-Account aber nicht sehr viel gemacht, außer den Podcast hochzuladen. Und das wird sich jetzt auch ändern. Mindestens bis Ende des Jahres, wahrscheinlich auch noch länger, wird es jede Woche ein neues YouTube-Video geben. Da hat Pam und ich auch uns quasi mal eingeschlossen für ein paar Tage, Wochen, wo wir viele Videos aufgenommen haben, die wir alle auf YouTube laden werden. Das heißt, es lohnt sich sehr, jetzt quasi ab nächster Woche auch den YouTube-Account zu abonnieren, um da immer neue, tolle, interessante Inhalte zu sehen. Das andere, was wir haben werden, ist ein sogenanntes Enneagram Germany Booklet. Das ist ein kleines Heftchen, ein kleines Mini-E-Book, ein kleines PDF, je nachdem, wie man es nennen will, wo wir, beziehungsweise in dem Fall, da sage ich nicht wir, da sage ich Pam mit ein bisschen Korrektur oder beziehungsweise ergänzendem Inhalt von meiner Seite, ein Enneagramm, ja, ich frage einfach dich, Pam, was ist das Enneagramm Germany Booklet? Es ist unser beste Intention, jemand etwas in der Hand zu geben, in nicht zu aufwendig beschrieben, aber doch einen Geschmack zu geben. Was ist das Enneagramm? Was beschreibt das Enneagramm? Was ist das Besondere am Enneagramm, was andere Persönlichkeitsmodelle vielleicht nicht mit sich bringen? Und für mich war sehr, sehr wichtig, klarzumachen, dass wir auch sehr viel mit moderner Gehirnwissenschaft, mit den drei Zentren, mit den drei Intelligenzen arbeiten und dass wir unterschiedliche Ausbildungen anbieten, wo das Wissen integriert wird, um die Menschen in ihrer Entwicklung weiter zu unterstützen. Und dieses sehr interessante Buch, wo wirklich auch jeder Enneagramm-Stil in kurz, also beschrieben wird, wo wir die drei Zentren kurz erklären, wo auch sowas Interessantes drin ist wie der emotionale Reaktionskreislauf oder auch das Enneagramm-Strukturmodell, das Pam schon 2003? Nee, in den späten 90er. Sogar in den 90ern schon entwickelt hat. So 98, 99. Ja, und das ist dort auch alles drin zu finden. Wir hoffen, ihr habt damit Spaß. Ihr könnt das auf unserer Webseite runterladen, einfach eure E-Mail-Adresse eingeben und dann kriegt ihr einen Link geschickt. Genau, also das ist auf jeden Fall für die Gratis-Inhalte. Natürlich, unser Podcast bleibt nach wie vor immer gratis, der Enneagram Germany Podcast, den ihr gerade hört. Und wir werden auch quasi jetzt den Newsletter regelmäßig rausschicken. Also der Newsletter lag ein bisschen brach, aber jetzt haben wir mehr Zeit, uns darauf zu fokussieren und werden auch da interessante Inhalte mindestens einmal im Monat euch schicken wollen. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr euch da auch anmelden. Und wir werden auch interessante Gäste immer wieder einladen. Ich finde das so wichtig. Wir bekommen Feedback, dass ihr sehr gerne Gäste in unserem Podcast hört und wir werden auf jeden Fall auch interessante Gäste einladen. Ja, das stimmt. Das Thema Podcast ist ein gutes Stichwort, Pam, weil da würde ich gerne als nächstes großes Thema einmal reingehen. Wir haben den Podcast dieses Jahr quasi schon so verplant, dass die Inhalte, die jetzt kommen werden, über die nächsten
Monate bis Anfang nächsten Jahres. Aus unserer Sicht super interessante Interviews mit den neuen Enneagramm-Stilen sein werden. Das bedeutet, wir haben mit dem Podcast 101 haben wir den Enneagramm-Stil 1 interviewt. Und das endet dann mit Podcast 109, wo wir Enneagramm-Stil 9 interviewt haben. Und wir haben da wirklich über mindestens eine Stunde, also ich glaube, die sind alle über eine Stunde 20, wo wir wirklich im Detail die Tiefen und Besonderheiten jedes Enneagramm-Stils gut verständlich gemacht haben, gut herausgezogen haben. Und ich kann wirklich sagen, Pam, ich muss es echt gestehen, ich bin da so stolz drauf. Ich habe zum ersten Mal verstanden, was eine 9 ist. Ich habe zum ersten, also wirklich, wirklich verstanden, was eine 9 ist. Ja, ja. Wie die Innenwelt da aussieht. Ich habe einen viel besseren Bezug für den Enneagramm-Stil 1 bekommen. Also auch bei der 4 viel mehr Verständnis. Also durch die Bank weg, ich fand es einfach wirklich eine ganz interessante Reise, die wir da gemacht haben. Ja, es war sehr faszinierend. Ich meine, es war ja deine Anregung und wie du sagst, wir haben uns wirklich eingeschlossen über einige Wochen und haben die Leute eingeladen, haben diese sehr intensiven Podcasts aufgenommen. Ich glaube, dass es sich sehr gelohnt hat. Es ist wie so oft, wenn man den Rahmen setzt und diese Zeit nimmt und diese Ruhe und wirklich in der Tiefe gehen kann mit den Fragen, mit den Erfahrungen, dann kommt einfach sehr gute Information dabei raus. Und ich bin auch stolz auf unsere Leute, die wir interviewt haben. Das sind alles irgendwie Teilnehmer, Menschen, die in unser Netzwerk sind, aktiv und selber auch gestandene Menschen, die tolle Entwicklung gemacht haben und Mediatoren und Führungskräfte und Coaches und Trainer und. Ich bin auch auf diese Menschen sehr stolz, wie willig die waren, sich zu reflektieren und uns das zur Verfügung zu stellen. Also immer wieder bin ich so dankbar für diese mündliche Tradition, dass die Menschen bereit sind, sich zu reflektieren. Es ist ja doch teilweise sehr privat, was die von sich erzählen. Und die stellen uns das zur Verfügung und auch unsere Zuhörer zur Verfügung, um das Enneagramm in der Tiefe verstehen zu können. Absolut. Und tatsächlich ist es ja auch erst möglich, so gute Informationen und Fragen stellen zu können, wenn die Person auf der anderen Seite auch gute Informationen und Antworten geben kann. Und da kann ich auch durch die Bank weg nochmal Danke sagen. Das waren wirklich tolle Persönlichkeiten, super sympathische Menschen. Ich hoffe und freue mich, wenn ihr da ganz viele neue Informationen findet. Genau, und tatsächlich als kleiner Teaser für das nächste Jahr. Wir wollen dann ein bisschen mehr in das Thema Business einsteigen. Das Thema Führungskräfte, Teams und 2022 in dem Bereich auch mehr Podcasts hochladen. Und darüber hinaus wollen wir auch ein Buch veröffentlichen 2022 und einen Premium-Podcast. Das wird alles ab Januar relevant und da werdet ihr auch noch mehr hören. Wir werden noch nicht sehr viel mehr sagen. Aber so als kleiner Teaser, da kommt ein bisschen was. Ja, dass wir immer mehr zu einer Art Lernzentrum werden, wo ihr sozusagen aussuchen könnt, was ist für euch gerade interessant, worauf würdet ihr gerne konzentrieren als nächstes und dass ihr einfach eine gute Auswahl haben, die Themen für euch zu erschließen. Richtig. Wir nennen es auch den Login-Bereich, von dem ich gerade gesprochen habe, werden wir auch nennen das Enneagram Germany Learning Center. Ja, genau. Deswegen, genau. Der Name ist Programm sozusagen. Ja, ja, ja. Ja, dann kommen wir zu den Dingen, die nicht nur gratis sind, sage ich mal. Dazu gehören sowas wie Einführungen, auch unser Workshop 3 Intelligenzen at Work. Natürlich unsere Seminare und unsere berufliche Weiterbildung bzw. Ausbildung, die alle mit Pamela Michaelis und in Kooperation mit Tillmann Metzger sind. Und an dieser Stelle, wenn wir über Ausbildung, Weiterbildung sprechen, da kommt das Stichwort und wir werden unseren zweiten Gast, den ich bereits schon angekündigt habe, dazu schalten. Hallo Tillmann. Hallo Philipp. Hallo Tillmann, ach schön, dich hier in unser Podcast zu haben. Ich freue mich einfach darüber, über unsere Zusammenarbeit zu sprechen. Ja, hi Pam, schön dich zu hören. Ja.
Tilman Metzger ist, ich werde dich gar nicht ankündigen, Tilman. Wer bist du und was hat das mit Enneagram Germany zu tun? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Tilman Metzger, ich bin 56 Jahre alt, lebe hier vor den Toren Hamburgs in Lüneburg und bin seit 1985 Mediator, bin selbstständig tätig als Mediator und arbeite so zu zwei Dritteln als Mediator in Unternehmen und mache ansonsten auch Ausbildung in Mediation. Also fast schon täglich dann mediierst du Menschen? Ja, das ist richtig. Also ich hatte vor kurzem eine Premiere, eine Woche, in der ich tatsächlich 6 Tage lang am Stück mediiert habe. Wow. Öfter ist es sowas wie 2x2 Tage mit einem Mittwoch dazwischen und manchmal ist es auch weniger. Es streut natürlich so ein bisschen. Genau, aber es ist schon das Zentrum meiner Berufstätigkeit, ja. Hm. Und jetzt gibt es ja eine Ausbildung, die ihr anbietet, also in dem Fall du und Pamela, zum Mediator oder Mediatorin. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was ist die Besonderheit von deiner Arbeit und wie spielt da auch Pam mit rein? Ja, sehr gerne. Also, wenn wir auf diese Mediationsausbildung, Mediation Expert Training zu sprechen kommen, dann gibt es ja 2 große Besonderheiten. Das eine ist, ich praktiziere seit circa 2007 fast ausschließlich im Stil der Klärungshilfe. Das ist ein Stil der Mediation, der von Christoph Thomann entwickelt worden ist, der damit bei Friedemann Schulz von Thun promoviert hat in Hamburg. Und es ist eben eine Form der Mediation, die auch bei hocheskalierten Konflikten hervorragend funktioniert und auch in den sehr komplexen hierarchischen Systemen von Unternehmen. Und das ist so das eine, was das Besondere ist in der Ausbildung. Und das andere, dass wir eben sehr stark das Enneagramm integrieren, eben einerseits damit die Menschen, damit die Teilnehmer sich reflektieren können, ihre Fähigkeiten und Entwicklungsfelder reflektieren und weiterentwickeln können. Und natürlich für die Allparteilichkeit des Mediators, der Mediatoren, ist es enorm nützlich, nicht nur die eigene Weltsicht und Wahrnehmung zu kennen, sondern auch aus den 9 verschiedenen Perspektiven des Enneagramms und dadurch auch übersetzen zu können zwischen den Parteien. Das heißt, du würdest sagen, es gibt sowohl jeder Enneagrammstil mediiert anders? Ist es so? Ja, also unbedingt. Also jedenfalls, wenn er sich nicht reflektiert. Ne? Also die Idee ist natürlich schon, dass man, wenn man einen Enneagrammstil hat, dass man es reflektiert und auch überlegt, was davon ist in der Rolle des Mediators hilfreich und wo gibt es eben auch Bedarf an Weiterentwicklung, ja. Es ist auch so, dass jeder Mediator besonders hinhört nach seinem Enneagrammstil. Das heißt, die hören sehr vieles, was die es für wichtig halten, aber die überhören ganz vieles. Und erst wenn die alle Themen des Enneagramms ein bisschen Intus haben, haben die eigentlich eine Ermöglichkeit entwickelt, viel mehr Themen zu hören, die auch in diesem Konflikt relevant sein könnten. Auch so Hintergründe, Motivation dahinter, was relevant sein könnte. Ja, also für mich ist das natürlich total offensichtlich. Ich habe ja auch, um mal ein bisschen Transparenz zu haben, tatsächlich die Ehre gehabt, auch diese Mediationsausbildung einmal durchlaufen zu dürfen. Und kann das alles bestätigen, was du sagst, Tilman und Pam? jetzt ist natürlich aber die spannende Frage, warum kooperiert ihr, ich kann mal sagen, immer noch? Also es ist ja das eine, dass man sich irgendwie zusammentut, aber das andere auch wirklich jetzt seit über 10 Jahren? Oder wie lange kooperiert ihr jetzt schon? Wir sind jetzt im 12. Jahr, würde ich sagen. Ja, also seit 2010 leiten wir gemeinsam das Mediation Expert Training und demnächst machen wir den 13. Durchgang. Der startet im November voraussichtlich. Ja, aber warum weiterhin und immer noch? Also es ist einfach so, dass wir natürlich menschlich uns einmal sehr, sehr gut ergänzen. Ich bilde ja schon seit Mitte der 90er Jahre aus und ich habe immer mit Frauen in der Ausbildung kooperiert. Das ist schon mal die erste sehr gute Ergänzung, die wir haben. Dann hat einfach Pam enorm viel Herzqualität, die sie mitbringt, die einfach auch in der Arbeit mit Gruppen und mit Menschen enorm wichtig ist. Was ich vor allen Dingen an Pam unglaublich schätze, ist ihre unglaubliche Fähigkeit, Menschen im 1:1 zu coachen. Also Mediationsausbildung spülen unweigerlich einfach Themen, persönliche Themen hoch, wo Menschen sich mit sich selbst auseinandersetzen und dann auch Begleitung oft
wünschen und brauchen. Und das finde ich wunderbar, dass wir das nicht alles im Plenum abhandeln müssen, sondern dass Pam im 1:1 da ein ganz gezieltes Entwicklungscoaching gibt und da sehr, sehr viele, wenn nicht alle Teilnehmer gehen raus aus der Ausbildung, nicht nur als Mentoren, sondern auch als Menschen, die sich auf eine ganz persönlichen Weise bereichert fühlen durch die Arbeit, die Pam mit ihnen gemacht hat. Hm. Pam, würdest du da was ergänzen wollen? Ja. Also ich ganz kleines bisschen Geschichte. Tillmans Mutter war meine erste Enneagramm-Kontakt im Norden. Das muss ich einfach erwähnen, weil das mir immer sofort präsent ist, wenn ich so dran denke, warum arbeiten wir zusammen. Dadurch habe ich überhaupt Tillman kennengelernt. Und wir haben ja vorher so einige Projekte zusammen gemacht. Und ich habe Tillman als ein Gentleman-Experte, so würde ich ihn beschreiben, also ein Gentleman-Experte. Und mir war Expertise immer sehr wichtig. Also ich betrachte mich als Expertin in meinem Feld. Und ich sehe, dass Tillman in seinem Feld wirklich Experte ist, mit dieser ständig immer wieder neu lernen wollen, ergänzen wollen, vertiefen wollen. Er ist jemand, der sehr an Entwicklung interessiert ist und auch ständig dafür etwas tut. Also ist bereit, sich immer wieder auseinanderzusetzen. Und das sind für mich gute Voraussetzungen. Erstens für die Kooperation, weil das haben wir dann halt gemeinsam, aber schon auch, um unsere Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das können wir beide sagen. Wir haben, ich meine, heute kommt es nicht mehr so oft vor, aber am Anfang haben wir schon gerungen, um gut einen Konsensus zu finden, was für uns in der Arbeit wichtig ist. Und was wir gemeinsam haben, ist diese unglaublich sorgfältige, gut strukturierte Umgang mit Gruppen, damit diese gute Entwicklungsprozesse stattfinden können. Also uns geht es nicht nur darum, eine Methodik zu lehren, sondern es ist wirklich am Menschen, in der Gruppe, im Prozesse, all diese Möglichkeiten zu nutzen für menschliche Entwicklung. Und da sind wir beide leidenschaftlich dabei. Ja, danke. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der, glaube ich, die Mediationsausbildung so besonders macht. Den nenne ich jetzt einfach mal als Stichwort, als Vorlage für dich. Das Thema Hospitation. Kannst du dazu was sagen? Ja, also das kann man sogar, finde ich, noch ausweiten, das Thema Praxisorientierung. Also das Besondere an der Ausbildung ist, dass die Teilnehmenden erfahren während der Ausbildung, wie ich mit Kunden arbeite, indem sie direkt bei den Mediationen dabei sind. Es gibt Teilnehmer, denen das besonders wichtig ist und besonders flexibel dann auch ihre Terminplanung darauf angepasst haben, die 10 Tage und mehr über das Jahr hinweg bei mir hospitiert haben. Und abgesehen davon, dass die Menschen bei mir hospitieren können, die Teilnehmenden, ist es auch so, dass wir auch in der Mediationsausbildung selbst Mediation anwenden. Das heißt, wenn man mit der Intensität, mit der wir Gruppenarbeit machen, unterwegs ist, bleibt es nicht aus, dass auch Menschen ein bisschen sich aneinander reiben, dass Spannungen entstehen. Oder ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass eigentlich in jeder Gruppe, die über längere Zeit zusammenarbeitet, Spannungen entstehen. Bei uns ist es so, dass im 4. Modul der Ausbildung tatsächlich die verschiedenen Teilnehmenden sich aussuchen können, mit welchen 1 bis 2 Personen sie Dinge klären wollen, über die sie nicht total glücklich sind. Und dann mediiert dann immer jeweils ein Teilnehmender und die 2 anderen sprechen miteinander. Und Pam und ich machen dabei Live-Supervision. Ja, das ist wirklich etwas Besonderes, Tillman. Das ist wirklich etwas Besonderes. Auch diesen großen Organisationsaufwand, die du betreibst, um alle unsere Teilnehmer immer wieder einzuladen, zu organisieren für diese Hospitation, das bewundere ich an dir immer wieder. Und ich höre, wie viel Wertschätzung, wie viel die lernen dabei. Also es ist wirklich ein doppeltes Lernfeld dadurch. Ja, danke, Tillmann. Ich glaube, wir haben eine gute Übersicht bekommen und es freut mich sehr, dass du dabei warst. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Und danke, dass du dabei warst, Tillman. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit auch in die Zukunft. Ja, danke. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Thema. Ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen, erstmal beim Shop-System an sich, nur dass da einfach die Information besteht. Ja, ihr könnt diese Einführung 3 Intelligenzen at Work, auch die Enneagramm-Stil-Interviews, wo ihr euren Enneagramm-Stil rausfinden könnt, und auch die Seminare buchen. Direkt auf der Webseite buchen, mit einem kleinen Knopf auf der Webseite. Prinzipiell kann man alles von dem, was ich gerade gesagt habe, buchen, außer die Weiterbildung, also die Ausbildung, Coaching und Enneagramm-Ausbildung. Diese wollen wir gerne, dass ihr uns da einmal vorher kontaktiert, damit wir euch kennenlernen und auch gegebenenfalls nochmal überlegen, ob das
Coaching, Mediation, Enneagramm, was das Richtige ist und genau. Also euch darin unterstützen, eine gute Auswahl zu treffen. Genau, richtig. Was an für euch passende Auswahl zu treffen. Und wer mehr Informationen und konkrete Inhalte zum Thema Mediation Expert Training haben will bei Tilman Metzger, dann werden wir das weiterleiten. Also tatsächlich ist euer Ansprechpartner für Interesse daran auch Tilman Metzger da ganz direkt. Er leitet, strukturiert und organisiert die ganze Mediationsausbildung. Und als Information aktuell in diesem Moment, während das hochgeladen wird, ist, glaube ich, nur PayPal und Kreditkarte möglich als Zahlungsmöglichkeit. Die anderen werden auch noch freigeschalten, also sowas wie Klarna und Sofortzahlung und solche Dinge. Ich glaube nur, das dauert kurz, weil irgendwie das ist irgend so ein Thema mit dem Anbieter, den wir da haben. Das braucht erst ein bisschen, bis es sich sozusagen warm läuft und dann kann man das auch nehmen. Ich kann nicht sagen, wie lange, aber hoffentlich nicht allzu lange. Ja, Pam, wenn ich diese ganzen Dinge aufzähle hier, ich sag sie nochmal, Einführung, drei Intelligenzen at Work, unsere Enneagramm-Stil-Interviews, unsere Seminare, in Zukunft dann tatsächlich auch noch Panels von den einzelnen Enneagramm-Stilen, die man beobachten kann oder sich als Panelist reinsetzen kann. Coachings, die auch noch kommen werden. Was sagst du dazu? Also wir haben jetzt einen richtigen Lernprozess durchlaufen, so seit letzten März, eben eigentlich seit Corona-Zeit. Und wir haben ein gutes Basisprogramm entwickelt. Wie kann ich richtig gute, fundierte Enneagramm-Kenntnisse erstmal für mich aufbauen? Und wir finden, am besten ist eine Einführung, ein Interview, auch wenn man denkt, dass man seinen Enneagramm-Stil kennt. Es ist immer gut, es zu reflektieren, zu überprüfen mit anderen. Ein Coaching danach, damit man seine Fragen, seine Entwicklungsfelder, wie entwickle ich mich weiter, wie integriere ich die anderen Zentren, dass man diese Fragen für mich nochmal beantworten kann. Und dann kann man Online-Panels buchen und eben diese Online-3-Zentren buchen. Und wenn man ein paar Panels mitgemacht hat, im Sinne von, welche sitzen mit deinem Enneagramm-Stil, dann kommst du wirklich in die Arbeit. Dann erkennst du auf eine ganz tiefe Ebene, was das Enneagramm ist und wie sehr es was mit dir zu tun hat. Und du bist nicht alleine in dieser Welt. Es gibt noch andere, die eine ganz ähnliche Lebensstrategie haben. Da fangen wir an, so uns richtig schön zugehörig zu fühlen. Und das ist einfach die sehr gute Basis, um dann, falls man möchte, andere Seminare zu besuchen, Subtypen, Beziehungen, Wachstum und natürlich unser Filetstück, unser Maibaustein, wo man alle neuen Enneagramm-Stile studiert. Enneagramm Intensive, genau. Enneagramm Intensive, ja. Oder auch eine Coaching-Ausbildung oder auch eine Mediationsausbildung. Wir haben wirklich sehr, sehr schöne, psychologisch fundierte, methodisch sehr gut strukturierte Ausbildung im Angebot. Die alle auch das sind berufliche Weiterbildung, die Menschen einfach mehr Kompetenz in ihr Berufsleben bringen. Ich glaube, es ist nochmal ganz interessant zu erwähnen, die alles, was nicht Seminar ist, ist auf jeden Fall online machbar, online umsetzbar, beziehungsweise wird in Webinaren online stattfinden, in Zoom. Und unsere Seminare, da komme ich nämlich auch nochmal auf den nächsten Punkt jetzt aktuell, sind, solange es erlaubt wird von den Maßnahmen in dieser Situation, alle in Präsenz. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Seminare tatsächlich auch jetzt im Juli, das Beziehungsseminar, werden wir in Präsenz durchführen. Und zwar in Göttingen. Pam, du hast, glaube ich, einen Satz zu dem, warum es jetzt in Göttingen stattfindet, beziehungsweise warum es auch nicht mehr in Eutin stattfindet. Ja, wir verabschieden uns von einer Epoche. Wir haben in 2006 begonnen, Enneagramm-Ausbildung in Eutin anzubieten, in ein sehr schönes Haus direkt am See. Also alle unsere Teilnehmer trauen ein bisschen nach. Das Haus hat es leider nicht geschafft, Covid zu überleben.
Und wir sind dann gezwungen, eine neue Bleibe für unsere Arbeit zu suchen. Und wir haben gedacht, wir würden etwas gerechter unterwegs sein und schauen, ob wir irgendwo, wo die Leute 3-3,5 Stunden mit ICE uns erreichen können mit unserer Ausbildung. Und uns scheint, dass Göttingen ein ziemlich guter Ort ist dafür. Und Lena war auf der Suche. Sie hat ein sehr schönes, auch ein Familienhotel gefunden. Das war uns wichtig. Wir waren vorher auch in einem Familienhotel. Und wir werden das jetzt ausprobieren im Juli und auch im August mit der Baustein-Coaching-Ausbildung. Wir werden es ausprobieren und dann sehen wir weiter, ob das unser neues Zuhause sein wird. Richtig. Also es wird, es kann sich auch noch mal ändern tatsächlich. Wir werden das jetzt als Anlass nutzen, da ein bisschen zu schauen. Bis jetzt auf den ersten Blick sind wir relativ glücklich damit. Mal gucken. Auf jeden Fall. Vielleicht, Lena, kannst du einen kleinen Satz zu dem Hotel sagen. Ich glaube, du hast da bis jetzt den meisten Einblick gehabt. Mhm. Ja, gerne. Also das Hotel Beckmann, das ist in Göttingen und ist mir einfach deshalb auch so positiv aufgefallen, weil es jetzt auch Corona genutzt hat, die Pause, die ja doch einige Zeit war, und das Hotel zu renovieren. Und es ist einfach zentral von Deutschland gelegen, sodass es auch für viele andere Städte aus Deutschland gut zu erreichen ist. Also egal, ob man jetzt aus Hamburg kommt, aus München, aus Stuttgart, aus Berlin oder vielleicht sogar aus dem Ausland. Wir haben ja auch hin und wieder ein paar Teilnehmer, die aus Österreich oder der Schweiz oder sogar Luxemburg kommen. Und dann ist natürlich Göttingen auch ein Stück weit näher als jetzt Eutin. Und ja, auch die Lage vom Hotel ist super, nicht nur zentral, dass es jetzt gut mit ICE oder Autobahn erreichbar ist, sondern dass es auch in der Nähe oder direkt im Grünen liegt und man da einfach so ein bisschen vielleicht das Eutin-Flair nochmal mit aufgreifen kann und doch schnell in der Natur ist, spazieren gehen kann und da das ganze Gelernte in den Seminaren nochmal sacken lassen kann. Ja. Ja. Danke, ich finde, das ist so wichtig für unsere Arbeit. Also unsere Arbeit beinhaltet immer auch diese Körperarbeit, ne? Geerdet sein. Und die Natur ist einfach eine wunderbare Umgebung, um dieses Gelernte auch körperlich zu verdauen, so eine Art Ausgleich für unser Energiehaushalt zu schaffen. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir nicht mitten in der Stadt sind, sondern dass wir wirklich innerhalb 5 Minuten einen Spaziergang über die Felder und den Wald machen können. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Also da werden wir immer auf jeden Fall darauf achten, dass wir nicht sozusagen im Glasbunker in der Innenstadt sitzen, wo drumherum H&Ms und sonstige Shoppingmeilen sind. Genau, also Natur ist da für uns immer ein großer Punkt. Eine Sache, auf die ich gerne auf jeden Fall nochmal hinweisen wollte, die finde ich nämlich tatsächlich auch ganz gut. Auf der Webseite. Wir haben versucht, die Linkstruktur sehr intuitiv zu gestalten. Was bedeutet das? Alles, was nach dem enneagramgermany.de/, alles, was nach diesem Slash steht, haben wir versucht, sehr intuitiv zu gestalten. Das bedeutet, wenn wir immer mal wieder zum Beispiel auf unseren Podcast 39 emotionaler Reaktionskreislauf hinweisen, dann haben wir es jetzt so angelegt, dass jeder Podcast-Folge die Zahl nach dem Slash steht. Also bedeutet enneagramgermany.de/39. Und das haben wir mit jedem Podcast gemacht. Das heißt, dieser Podcast wäre /100. Und so wird es einfach auch weitergehen. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie ganz schnell unbedingt den Podcast 54 hören wollt, warum auch immer, dann geht ihr einfach da drauf, macht /54 und habt direkt die Folge. Das gilt auch für unsere Seminare, also zum Beispiel Beziehungsseminar ist /Beziehung, unsere Weiterbildung ist /Weiterbildung und so weiter und so fort. Also gratis ist zum Beispiel /gratis, die Gratisinhalte. Also da gibt's hoffentlich alles, was ihr findet, auch relativ schnell, wenn ihr da ein bisschen euch austoben wollt. Das hört sich sehr praktisch, sehr pragmatisch an, Philipp. Das freut mich.
Ja, ich da das war mir auch wichtig tatsächlich. Also enneagramgermany.de/podcast. Ach ja, da fällt mir gerade noch ein. Wir haben nämlich auch bei unserem Podcast, das ist vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen, auf der Webseite. Also viele hören es ja nicht auf der Webseite, das kann ich auch verstehen, weil ich höre meine Podcasts meistens auch in einem der favorisierten Podcast-Player. Auf der Webseite haben wir allerdings den Vorteil, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, nach bestimmten Kategorien zu sortieren. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel Grundlageninformationen oder Podcasts zum Thema 3 Intelligenzen, Podcasts zum Thema 9 Enneagramm-Stile oder auch zum Thema Coaching, Mediation, Business. Da haben wir verschiedene Kategorien angelegt, die kann man klicken und wenn man da drauf klickt, bekommt man alle Podcasts vorsortiert, alle Episoden vorsortiert, die genau zu diesem Thema sind. Also wenn ich mich dafür interessiere zum Thema Wachstum und Entwicklung, dann klicke ich auf die Kategorie Wachstum und Entwicklung und dann sehe ich Folgen, die genau mit diesen Themen zu tun hat. Und das finden wir auch wichtig, weil nach über 100 Folgen könnte man den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sehen. Und da gibt es ein bisschen Orientierung dann. Ja, danke. Das war ein kleiner Übersicht über die Zukunft von Enneagram Germany. Wir freuen uns, von euch zu hören. Pam, willst du noch was sagen? Ich bedanke mich sehr bei dir, Philipp. Und ich sage einfach danke an alle unsere Besucher für unsere neue Webseite. Und wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Ja, danke. Und Lena, möchtest du auch noch was sagen? Ja, also ich freue mich einfach auf die bevorstehende Zeit. Und danke, dass ich heute dabei sein durfte. Ja, wenn ihr diesen Podcast mögt, wenn ihr gerne der ganzen Welt erzählen wollt, was die Hintergründe der Webseite sind und einfach alles, was wir heute angekündigt haben, in Ausführlichkeit anderen Menschen auch noch zeigen wollt, dann teilt diesen Podcast gerne mit jedem anderen, den ihr so kennt. Ihr findet den Podcast auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Google Podcasts, auf dem YouTube-Kanal. Da werden jetzt auch jede Woche neue Videos hochgeladen. Ansonsten ist es so, dass ihr jetzt alle Informationen zu wann sind Einführungen, welche Seminare, welche Webinare bieten wir an, findet ihr auf der Webseite. Da könnt ihr die auch direkt buchen, was euch gefällt oder zusagt, auch Enneagramm-Stil-Interviews. Und Pam, was steht an? Ja, wir sind zuversichtlich, dass wir unser Beziehungsbaustein am 8. bis 11. Juli werden live halten können in Göttingen. Da freuen wir uns sehr drauf. Wir sind auch zuversichtlich, dass unser erster Baustein von unserer Coaching-Ausbildung, die so immer wieder verschoben werden müsste wegen Corona, dass wir das tatsächlich jetzt den ersten Baustein live werden halten können. Und im August, ne? Im August, ja, Ende August. Ja. Und wir sind jetzt auf dem Weg, sozusagen unser Wachstumsbaustein jetzt langsam auch einzurichten. Und wir hoffen sehr, dass das auch live stattfinden kann. Auch in Göttingen nehme ich an. Ja, wenn es gut läuft mit dem Hotel jetzt, dann auf jeden Fall in Göttingen. Ansonsten ist der Wachstumsbaustein Ende September. Aber das ist ja auf der Webseite nachzulesen, auf der neuen. Genau. Ja, dann vielen Dank euch beiden. Und wir hören uns zu dem sehr interessanten Podcast 101, wo wir den Enneagramm-Stil 1 sehr ausführlich beleuchten werden.